Herr Präsident, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Soldatinnen und Soldaten, und da ich selbst noch Milizsoldat bin, liebe Kameradinnen und Kameraden und vor allem liebe Angehörige der heute Anzugelobenden, Familie, Freundinnen, Freund, Ehefrauen, alle, die heute hierher gekommen sind, um bei diesem Tag dabei zu sein. Und der ist tatsächlich etwas Besonderes. Es ist euer, es ist Ihr Tag. Es ist keine Selbstverständlichkeit, wie wir schon gehört haben heute, der Republik zu dienen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, ihr so zu dienen, dass man bereit ist, auch seine eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen, um den Auftrag zu erfüllen. Und dieser Auftrag leistet Sicherheit für dieses Land, für die Menschen in diesem Land zu gewährleisten. Meine Angelobung ist 30 Jahre her. Aber das Interessante an dieser Jahreszahl ist nicht dieses Fakt, sondern da hatten wir an unseren Grenzen auch wieder Krieg, der Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens direkt an unserer Grenze hat seit vielen Jahrzehnten damals wieder einen Einsatz des Bundesheeres erfordert. Rekruten waren da im Einsatz gemeinsam mit Berufssoldaten und haben unsere Grenzen gesichert. Und heute, 30 Jahre später, herrscht wieder Krieg in Europa, diesmal ein Invasionskrieg von Seiten der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Unendlich viel Leid, Vertreibung, Tod, all das erfahren jetzt gerade die Menschen im Kriegsgebiet. Und einmal mehr, in einer unglaublichen, dramatischen Art und Weise, hat der Krieg gezeigt und zeigt er noch, wie wichtig es ist, in der Lage zu sein, sich auch selbst zu verteidigen. Militärische Landesverteidigung, viele Jahre vernachlässigt. Und ich sage allen ein Danke, die in dieser besonders fordernden Zeit durchgehalten haben, nicht aufgegeben haben, an das geglaubt haben, was uns alle vereint, nämlich dass es wert ist und wertvoll ist, für die Republik zu dienen. Und diese Bundesregierung, und das ist mein Versprechen an Sie, hat ihre Lektion gelernt. Die Erhöhung des Verteidigungsbudgets, das die Frau Bundesministerin angesprochen hat und wofür sie leidenschaftlich gekämpft hat, seitdem sie Ministerin ist, wird dazu führen, dass dieses Land sicherer wird. Sie wird aber auch dazu führen, diese Erhöhung, dass Sie sicherer, besser ausgerüstet Ihren Dienst leisten können. Das ist wichtig und richtig. Und wir haben uns für zwei große Pflöcke in diesem Budget entschlossen, nicht nur im Verteidigungsbudget, sondern im Budget für diese Republik. Das eine ist, das Sicherheitsbudget zu erhöhen. Und das andere ist, die Zukunft zu gestalten, die Transformation einzuleiten, Freiheit und Unabhängigkeit dadurch zu verteidigen und zu erhalten und auszubauen, indem wir auch unabhängiger werden von fossilen Energieträgern und damit den Weg in die Zukunft schaffen und die Industrie und die Unternehmen auf diesem Weg begleiten. Es gibt in dieser Frage viel zu tun. Und ein Begriff, der in der Verfassung steht und auch über viele Jahre in den Hintergrund getreten ist, ist jetzt wichtiger denn je: die umfassende Landesverteidigung. Sie beinhaltet die militärische Landesverteidigung, unmittelbar den Dienst, den Sie leisten und viele Ihrer Kameradinnen und Kameraden derzeit im Ausland wie im Inland. Und auch hier spielt die Miliz
die Bürgerinnen und Bürgersoldaten des österreichischen Bundesheers eine große und bedeutende Rolle, damit sowohl die Einsätze im Inland wie im Ausland möglich sind. Das ist der Dank, den Sie verdienen, wenn Sie sich da engagieren, über das normale Maß hinaus. Die militärische Landesverteidigung, die geistige Landesverteidigung, ein Begriff, den wir schon lange nicht mehr gehört haben, der so wichtig ist in dieser Zeit, denn er macht klar, dass man wissen muss, wofür man kämpft. Dass Werte nicht nur Worte oder gedrucktes Papier darstellen, wo man sie liest oder wo sie ausgesprochen werden, sondern dass Werte es im wahrsten Sinne des Wortes wert sind, verteidigt zu werden. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, das ist das, wofür Sie heute hier stehen, Ihr Gelöbnis ableisten. Und dafür sage ich als Bundeskanzler, aber auch als Bürger dieses Landes, ein großes Danke an Sie alle für den Dienst, den Sie zukünftig leisten werden. Aber die umfassende Landesverteidigung ist noch mehr. Sie umfasst die wirtschaftliche Landesverteidigung. Das ist das, wovon ich vorher gesprochen habe, unabhängiger zu werden, das Land in die Zukunft zu führen, nicht erpressbar zu sein, die Wirtschaft so aufzustellen, dass weder ein quergestelltes Containerschiff im Suezkanal noch irgendein Diktator, der auf die Idee kommt, uns das Gas abzudrehen, uns damit erpressen kann. Daran arbeiten wir. Das ist ein umfassender Begriff. Das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Und es ist vor allem auch ein Auftrag an uns alle. Denn Demokratie zeichnet sich dadurch aus, indem sie wehrhaft ist, indem sie Sicherheit gewährleistet. Denn Sicherheit bedeutet immer auch Freiheit. Und die zivile Landesverteidigung, die ist die, die uns immer und jederzeit betreffen kann. Sei es bei einem atomaren Störfall, sei es bei einer großen Naturkatastrophe, sei es bei einem Blackout-Szenario. Auch daran und darauf gilt es, sich vorzubereiten. Die Zivilschutzverbände in diesem Land leisten hier eine gute und wichtige Arbeit und auch dafür ein großes Danke. Lassen Sie uns gemeinsam an der Sicherheit dieses Landes bauen und alle, die hier sind heute auf diesem Platz, fühlen Sie sich angesprochen. Umfassende Landesverteidigung, das sind wir. Das sind wir als Gesellschaft. Und noch ein persönlicher Punkt. Ich spreche jetzt ganz bewusst die Kameradinnen und Kameraden der Miliz an. Auch wir haben gemeinsam schon leichtere Zeiten erlebt. Und dieses Versprechen der Bundesregierung ist, den Stellenwert der Miliz dorthin zu bringen, wo er hingehört, nämlich Seite an Seite mit den einzurückenden und eingerückten Soldatinnen und Soldaten, Seite an Seite mit denen, die das Soldatentum als Beruf für sich entdecken. Eines ist dabei wichtig, und wir haben es heute auch schon gehört, es ist einzigartig. Das ist die Kameradschaft. Kameradschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist mehr als das Miteinander sorgsam und ordentlich umgehen. Kameradschaft bedeutet in Wahrheit die Verwirklichung sozialer Gleichheit, völlig egal, woher man kommt, wer man ist, man dient und man passt aufeinander auf. Man ist füreinander da. Und das ist auch für Sie jetzt ganz wichtig. Kameradschaft gibt es nicht nur in eine Richtung. Kameradschaft heißt auch aufeinander aufpassen. Beim Kameraden und bei der Kameradin zu sein, wenn man sieht, dass er sich unter Umständen gerade in die falsche Richtung persönlich, politisch entwickeln und dann nicht wegzuschauen, sondern hinzuschauen. Das österreichische Bundesheer kann stolz sein auf seine demokratische Tradition, auf seine Offiziere und Unteroffiziere, auf die Art und Weise, wie wir Dienst und Dienstpflicht sehen und wahrnehmen. Und wir müssen stets und ständig daran arbeiten, dass wir dem Vertrauen gerecht werden, wenn wir dem Land mit der Waffe dienen dürfen. Das, was ich Ihnen allen, euch Kameradinnen und Kameraden, Soldatinnen und Soldaten von ganzem Herzen wünsche, viel Soldatenglück, gesunden und sicheren Dienst für eure Zukunft und großartige Erfahrungen.
In diesem Sinne, hoch lebe das österreichische Bundesheer, hoch lebe die Republik Österreich.